Außer Internet, wie zuvor bereits angekündigt, kann man jetzt bei Twitch direkt Spiele kaufen. Das funktioniert so, dass dann in einem Stream zu einem der ausgewählten Spiele ein Button auftaucht, hier kaufen, und dann lädt man dieses Spiel über die Twitch Desktop App sofort runter. Wenn dieses Spiel teurer als 5 Euro ist, bekommt man dafür auch noch eine sogenannte Twitch Crate. Da sind dann so Zufallsgegenstände drin, also virtuelle Gegenstände, nämlich Emotes oder Profilverschönerungen. Der Streamer, bei dem man auf den Kaufbutton geklickt hat, der profitiert auch davon. Der bekommt nämlich 5% der Einnahmen. Momentan gibt es da schon eine ganze Menge an Spielen, darunter viele Ubisoft-Titel wie zum Beispiel Watch Dogs, For Honor, Ghost Recon Wildlands oder Rainbow Six Siege. Aber auch viele Telltale-Spiele wie Batman oder The Walking Dead, aber auch kleinere Sachen wie zum Beispiel This War of Mine. Übrigens, man braucht also diese Twitch Desktop-App, das heißt aber nicht, dass Zusatzsoftware nicht mehr benötigt wird. Für alle Ubisoft-Spiele wird also nach wie vor Uplay nötig sein. Ein Filmuniversum wie das von Marvel hätte Activision gerne für seine Call of Duty-Spiele. Das berichtet der britische Guardian. Deswegen hat man schon 2015 die Activision Blizzard Studios gegründet. Jetzt gibt es da aber neue Bewegungen. Verantwortlich für dieses ganze Projekt sind zwei erfahrene Filmproduzenten, nämlich Stacy Scher und Nick Van Dyke. Und Van Dyke war bei seinem vorherigen Arbeitgeber Disney sogar maßgeblich an der Entstehung des Marvel-Filmuniversums beteiligt. Das soll also das große Vorbild sein. Das heißt, man möchte Call of Duty-Filme haben, die alle zusammenhängend in einem Universum spielen, trotzdem aber unterschiedliche Genres oder Stimmungslagen ansprechen. Das heißt, es gibt dann Spionage-Thriller mit vielen Twists, die eher so die Stimmung von Black Ops transportieren, aber auch den großen Katastrophen-Action-Kracher im Stil von Modern Warfare. Und man möchte natürlich auch Fernsehserien machen, die sollen sich dann genauso wie Marvel an den Netflix-Marvel-Serien orientieren. Da gibt es schon jede Menge Drehbuchentwürfe, und wenn laut den beiden Verantwortlichen alles glatt geht, dann würde schon 2018 der erste Film ins Kino kommen. Give me a break. Ab sofort kann man sich für den offenen Beta-Test zu Dawn of War 3 anmelden. Das geht über die offizielle Webseite, und dann könnt ihr in der offenen Beta alle drei Fraktionen ausprobieren, also Orks, Eldar und Space Marines, und es gibt sogar eine geringe Auswahl an Elite-Helden. Wer übrigens Dawn of War 3 schon vorbestellt hat, kann in diesem Beta-Test auch die Masters of War Skins, was ja ein Vorbesteller-Bonus ist, schon ausprobieren. Die Beta beginnt am 21. April und läuft dann das ganze Wochenende bis zum 24. April. Das war's für heute mit den News. Die nächste Folge kommt morgen. Bis dahin, weiterspielen.